So, meine lieben Zuschauer und Abonnenten, es ist der 1. September und es ist wieder Zeit für ein neues Infovideo. Im vergangenen Monat, im August, habe ich wieder so einiges released und naja, ich muss zugeben, was die Fenster betrifft, die ich an diesem Punkt immer erwähne, da war ich nicht so zufrieden. Das kam selten vor, das muss ich ehrlich sagen, dass ich mal so unzufrieden war mit den Fenstern, denn ich habe ungefähr so ein Viertel meiner Videos außerhalb des Fensters released und die, die dann im Fenster released wurden, waren dann sehr oft um 21 Uhr. Also ich hatte nur eine Handvoll Videos um 17 oder 19 Uhr. Und so einige, wie gesagt, eben total daneben, teilweise nicht zu schlimm, vielleicht mal 21.30 Uhr oder vielleicht mal 22 Uhr. Aber ich hatte auch zwei Videos, die richtig late kamen. Eins kam, das war echt total crazy, um 1.30 Uhr nachts, das war rein technisch gesehen schon eigentlich der nächste Tag, also fast schon ein Double Feature. Das war allerdings auch mit Pech behaftet, aber ich glaube, da erzähle ich dann beim entsprechenden Spiel dann etwas mehr. Eins aus demselben Spiel kam dann noch um 23 Uhr. Also wie gesagt, so 25% der Videos waren außerhalb des Fensters. Ich war nicht zufrieden mit mir selber. Ich kann aber auch noch nicht mal sagen, woran es lag. Der Monat war jetzt auch nicht stressiger als andere. Im Gegenteil, die ganzen OPs und das alles war ja eigentlich hinter mir. Ich weiß es nicht. Teilweise ist es halt auch einfach schwer, sich immer wieder zu motivieren und sich aufzuraffen, gerade wenn man dann halt auch an psychischen Erkrankungen leidet, wie Depressionen oder ähnliches, da dann immer wieder sich ranzusetzen und alles zu geben, vor allen Dingen, wenn der Kanal, naja, ich sag mal, überschaubar gut läuft momentan, dann ist es echt nicht einfach. Und ja, ich denke nicht, dass ich jetzt einfach keine Lust hatte, so ist es nicht, aber wie gesagt, immer wieder die Leistung abzurufen, wenn man das Gefühl hat, man macht es eigentlich für die Katz, bös gesagt, das ist dann schon sehr schwer, speziell wenn man halt in diesem Moment einfach, ja, was anderes macht, vielleicht etwas, was einem gerade Freude macht, da jetzt abzubrechen und zu sagen, okay, ich mache jetzt YouTube, in der Gewissheit, dass es sich wahrscheinlich eh keiner anschaut. Also, das klingt jetzt vielleicht alles ein bisschen harsch, ein bisschen heftig, aber ich bin momentan mit den Zahlen einfach nicht so zufrieden und ich werde es nicht tun, keine Angst, aber mir ging tatsächlich auch durch den Kopf, ob ich nicht alles hinschmeißen werde, aber ich will das jetzt nicht zu sehr ausarten lassen. Was ich aber sagen muss, vom Content her war ich sehr zufrieden. Also ich habe wieder versucht, wenn ich Videos gebracht habe und es waren wieder 20 Stück, dann waren das auch gute Videos und ich würde einfach sagen, das zähle ich jetzt einfach mal auf. Zu Beginn des Monats kamen 3 Runden Fall Guys, bei dem ich weiterhin dieses Fall Guys Fiesta versuchte zu bezwingen. Danach kamen 4 Folgen Sacra Terra. Es ist weiterhin, wie ich finde, ein cooles Wimmelbild, in welchem ich dann weiter Dämonen austreibe und Conjuring lässt grüßen. Naja, vielleicht nicht ganz. Danach wiederum kamen 3 weitere Runden Fall Guys. In speziell diesen 3 habe ich dann das Fall Guys Fiesta bezwungen und das Event abgeschlossen, alles abgeholt. Auf jeden Fall sehenswert. Das war die regelrechte Erlösung und die regelrechte Ausrastfeier, als ich es geschafft habe. Dann kam eine Premiere auf dem Kanal, das muss ich so deutlich sagen, nämlich ein Rogue Company Pack Opening. Ja, ihr habt richtig gehört, das gibt es inzwischen dort auch. Gut, wird jetzt Kisten genannt, aber ist ja egal. Auf jeden Fall habe ich 5 davon geöffnet. Dann kamen 4 Folgen Geheimakte Tunguska. Eine sehr coole Session, bei der ich zum Glück mal gar keine technischen Probleme hatte. Und ich hatte sogar die Zeit und Muße in der ersten Folge der Session, einen Videoclip eines Musikvideos quasi einzuspielen. Ich will da jetzt gar nicht näher drauf eingehen, warum ich das gemacht habe. Es ist definitiv sehenswert. Hashtag Torfrock. Wer mehr wissen will, schaut es euch doch einfach an. Dann kamen 3 weitere Runden Fall Guys. In diesem Fall mit einem brandneuen Event. Schon wieder das nächste mit einem Alloy-Event, was, wie ich inzwischen weiß, vom Spiel Horizon, naja, abstammt, oder wie man sagen möchte. Das war übrigens die Release-Session, so nenne ich es jetzt einfach mal, die mir diese Probleme bereitete, von denen ich eingangs sprach. Da muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, das war auch wirklich Pech. Folge 57, also die erste aus der Release-Session, die war noch okay, die kam ganz normal im Fenster und dann bei der Folge danach, bei der 58, naja, ich weiß auch nicht, die war fertig, die war auch im Fenster, zwar 21 Uhr, aber es war drin und dann habe ich etwas bemerkt, darauf achte ich zwar immer, das ist aber bisher nicht wirklich ein Problem gewesen in der Zeit, wo man den eigenen Namen nicht selber bestimmen durfte, sowieso nicht, aber einer der Mitspieler, die auf der rechten Seite eingeblendet werden, hatte einen, naja, wie soll ich sagen, vulgären Namen. Es war noch nicht mal so schlimm, aber ich dachte mir, es schauen vielleicht auch Kinder zu. Das muss einfach nicht sein. Es war nichts Dramatisches, wie gesagt. Ich sag mal vorsichtig, es ging um das Endprodukt des Mannes. Mehr möchte ich jetzt dazu nicht sagen. Und das fast noch medizinisch ausgedrückt, aber ich wollte es einfach nicht haben. Und ja, dann habe ich kurz überlegt, ob ich es mit dem YouTube-Editor machen soll. Das hat aber einfach nicht so richtig funktioniert. Also musste ich das Ding komplett löschen, weil nachbearbeiten ging da auch nicht so richtig. Und dann habe ich das Video nochmal komplett auf den Kopf gestellt, nochmal neu gerendert. Und das ist
bei 2K einfach, ja, das ist einfach grundsätzlich ein Problem. Meine live produzieren ist sowieso keine gute Idee, weil so ein Ding rendert mindestens 3 bis 4 Stunden. Und ja, das ist einfach nicht schlau, das live zu machen. Und prompt ging es nach hinten los. Denn als ich es natürlich dann um 21 Uhr neu gerendert habe, das hat einfach gedauert. Deswegen kam es zu spät. Ich habe kurz überlegt, ob ich es einfach morgens um 8 releasen soll am nächsten Tag. Das wäre ja nicht das erste Mal gewesen, dass ich sowas mache und dann offiziell einen Double Feature kreiere. Aber irgendwie hatte ich in dem Moment das Bedürfnis, das einfach nur rauszuhauen. Ich habe mich so bemüht und dachte mir, nee, ich will das jetzt noch raushaben. Und ja, es war natürlich technisch gesehen ein Double Feature, weil es der nächste Tag war. Für mich fühlte sich das aber noch an, als wäre es der gleiche Abend, Spätabend. Und dann habe ich es einfach rausgebracht und es haben sogar gleich viele angeguckt. Also ich hatte in kürzester Zeit schon 17 Likes drauf, mitten in der Nacht. Da hat dann YouTube gleich mal 7 Stück wieder abgezogen, da waren es 10. Aber darauf möchte ich jetzt nicht eingehen. War aber auch so ein Grund, warum ich mich im August so schlecht motivieren konnte. Denn wenn es dann schon übel läuft und dann wird einem noch grundlos immer wieder und immer mehr ein Bein gestellt. Aber lassen wir das, darüber möchte ich jetzt nicht auch noch ausführlich sprechen. Beim Video danach, beim 59. Fall Guys, da war es ganz ähnlich. Da war dann das Video auch bereits fertig und ich weiß es nicht, ob es Leichtsinn war oder einfach unkonzentriert, aber da hatte ich dann beim Outro mich verschnitten. Da fehlte dann irgendwie das Bild und es war fast das ganze Outro während der Musik komplett schwarz. Der ein oder andere hätte vielleicht gesagt, ach egal, ich lasse es jetzt einfach so stehen. Aber ich habe mir in dem Moment überlegt, ich war eh schon außerhalb des Fensters. Es war, glaube ich, schon irgendwie 22 Uhr oder so. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Und da dachte ich mir, dann kann ich es auch nochmal gescheit machen. In dem Fall habe ich es nur korrigiert. Da habe ich ein Programm, das habe ich schon öfters erklärt, mit dem ich gerendertes Zeug nochmal nachschnibbeln kann. Nicht einfach, in dem Fall hat es gut funktioniert. Da bin ich auch kurz froh, dass es sowas gibt. Und dann habe ich es nochmal neu released, allerdings dann halt erst um 23 Uhr. Aber immerhin hat es funktioniert. Naja, und um den Rückblick jetzt zu komplettieren, last but not least, kam noch ein Rogue Company. Cool and funny Moments. Das war richtig geil, wie ich finde. Das war noch richtig ein Highlight zum Abschluss. Ach ja, was ich auch noch nicht erwähnt habe, ich hatte Ende August auch massive Internetprobleme. Es hat irgendwie nichts funktioniert, seien es Webseiten, gerade speziell Google-Seiten, YouTube, sogar Steam hat rumgesponnen. Mein Provider, der das dann sogar eingeräumt hat, hatte massive Probleme in Baden-Württemberg. An dem Abend, bei dem ich dieses späte Release um 1.30 Uhr gemacht habe, da ging auf einmal Twitter nicht mehr. War Twitter quasi offline, da konnte ich das noch nicht mal posten. Das hat auch nicht gerade geholfen, alles im Fenster zu behalten. Und privat hatte ich dann Aktivierungsprobleme mit Spielen auf Steam. Da musste ich Tickets schreiben, also das hat schon auch Zeit gekostet. Egal, lirum larum, es war auf jeden Fall inhaltlich, wie ich finde, ein guter Monat. Es gab sogar die ein oder andere kleine Premiere. Ich habe mich da bemüht, sogar mal was anderes zu machen bei Tunguska mit diesem Ausschnitt des Musikvideos. Einziger Wunsch, der offen blieb in dem Punkt, ich hätte vielleicht gerne mal ein neues Projekt. Ich vermisse so ein bisschen Möglichkeiten wie bei Cook Surf Delicious, ein kleines Casual-Spiel dazwischen zu streuen. Allein die Renderzeit, das darf man gar nicht vergleichen. Ich sag ja, Fall Guys rendert mindestens 3-4 Stunden und das sind kurze Runden. Die gehen vielleicht nur 10 Minuten teilweise, aber Cook Surf Delicious, das auch so ungefähr 10 Minuten ging, hat halt einfach nur mal 20 oder 30 Minuten gerendert. Da hat man schnell was korrigiert oder nachgeschoben. Also das vermisse ich ein bisschen. Im Allgemeinen habe ich das Gefühl, mein Kanal könnte noch ein weiteres Projekt vertragen. Da muss ich dann halt mal schauen im September oder mich einfach aufraffen. Naja, und da sind wir auch schon bei den Dingen, die dann in der Zukunft kommen werden. Da wird sich nicht viel ändern. Weiter Fall Guys, weiter Sacra Terra. Ich bin gespannt, wie lange es noch geht. Rogue werde ich wieder was machen, natürlich. Ja, im Akte Tunguska geht weiter. Auch da frage ich mich, wie lange geht's eigentlich noch. Bei den Cool and Funny Moments, gerade bei Rogue, kommt dann die 6. Saison. Apex und Fortnite sollte ich mal wieder machen. Ja, ansonsten einfach mal auf einen zukommen lassen. Ich bin jetzt hier raus, sonst wird das Ding so lange. Ich hoffe einfach, dass der September Tekkele besser wird. Vielleicht wollt ihr mir ja sogar mal ein bisschen helfen. Postet doch mal was über mich auf Facebook oder macht mal etwas in einen WhatsApp-Status. Und ansonsten würde ich einfach sagen, wir hören uns und sehen uns im nächsten Video.